Yo, Peace and Justice, herzlich willkommen zu DS Design Midnight Figure Feature. Heute so ein paar Flohmarktfunde wieder, beziehungsweise ein Flohmarktfund in mehreren Ausgaben, und zwar die DC Horror Comics. Ich zeig's dir mal eben hier, sind glaube ich sechs Stück an der Zahl, die ich letztens, also vor geraumer Zeit wieder geschossen habe. Und zwar sind die aus dem Jahr 74, 78, 79, 82 und 84. Mit den Nummern, ich zeige euch mal eben die Cover so. Einmal die Nummer 28, wie gesagt aus dem Jahr 1974, mein Geburtsjahr. Also kann ich das eigentlich noch gar nicht kennen. Obwohl ich habe die als Kinder früher oft auch gelesen. Wie man hier zum Beispiel an der Nummer 69 sieht, die ist auch, die ist von 78, aber hier erinnert ja ein bisschen an den Crypt Keeper. Und ich sag mal so, Creepshow, Tales from the Crypt fand ich als Kind schon geil. Später natürlich die Filme, die Serien. Aber die Comics hat man ab und zu in der Hand gehabt halt. Hier die 72 von 1978. Ne, Cover sind natürlich auch immer hammergeil halt so. Dann haben wir hier die Nummer 89 aus dem Jahr 79. Wir blättern die natürlich gleich auch mal durch dann halt. Ne, weil dann haben wir hier ein bisschen älter dann schon die, also später die aus dem Jahr 1982, die 126. Und die 142 aus dem Jahr 84. Jetzt gucke ich gerade, ja, hier ist einfach nur das Ende von der Geschichte drauf. Wir haben aber zwischendurch auch mal, die kommen gleich auch am Anfang, wenn wir durchblättern, hier zum Beispiel Hexenbrut, dann so lustige One-Liner, wollte ich sagen, aber einseitige Comics. Schön natürlich immer hier die Sea Monkeys. Ja, wer kennt sie nicht, damals im Yps-Heft immer, aber die, wie man sieht, waren die nicht nur im Yps-Heft angeboten, ne? Nur noch 5 Mark. Und es hieß ja immer, es gab gar kein Futter dabei. Ne? Aber hier steht zum Beispiel, wo ist denn das? Sea Monkeys, was ein Sea Monkey Buch, kriegst du dabei, zum Werbepreis von 5 Mark. Ach so, da, das Original Sea Monkeys Aquarium für nur 25 D-Mark oder der Deluxe-Karton mit sehr viel Zubehör. Vitamine, Supernahrung, nur 35 D-Mark. Alter, würde ich gerne mal wissen, ob früher einer die Dinger gehabt hat. Hier, nochmal Sea Monkeys Werbung. Hier haben wir Korak, Alter. Tarzan präsentiert seinen Sohn. Auch nicht schlecht. Und ja, und nochmal Sea Monkeys. Dann würde ich sagen, wir blättern mal durch und tauchen ab in die Welt des Grauens. Geil, ich bin gespannt. So. Ja, dann gucken wir mal hier. Ne? Haben wir hier, wie gesagt, die Nummer 28. Und ich blätter euch die jetzt einfach so mal durch, dann könnt ihr ein bisschen gucken. Ne? Hier haben wir natürlich, guck mal, Tarzan, Herr des Dschungels, auch immer cool. Dann hier, erste Story, Insel der Gefahren. Und hier haben wir halt den... ja, auch den Erzähler, sozusagen den Crypt Keeper, ne? Wie man es ja wieder aus anderen Comics halt auch kennt, Tales from the Crypt und so weiter. Es gab dann noch diese Marvel, wie hießen die denn? Ja, die Dracula, die zeige ich euch mal kurz hier rein. Sowas gab es ja noch. Und was man natürlich auch alles kennt, die Gespenstergeschichten hier, ne? Vom Bastei. Und ich glaube, es gab noch Gespenster, wie hießen die? Krimis, Grusel. Krimis hin und her. Das ist ja natürlich, guck mal hier, Riesenratten. Immer cool sowas. Sowas finde ich ja auch spitze. Geil. Was haben wir hier? Da wieder. Der Geruch frischen Blutes. Das ist immer geil. Da ist er wieder, der Erzähler. Wa? Ihr könnt euch da, macht euch da Pause oder so, ne? Dann könnt ihr euch die Comics ja irgendwie angucken. Packt der gruselige Musik drunter. Guck mal hier, da haben wir sogar noch eine Geschichte in Schrift, ne? Die innere Gier. Weil ich hätte jetzt natürlich euch auch erzählen können, um was es in den Stories geht und so weiter. Aber ich will das ja nur mal kurz so durchblättern. Das ist ja auch nicht schlecht so, sag ich jetzt mal. Ja, das war es dann auch schon mit dem ersten. Was haben wir denn hier noch? Ach, guck mal da, hier, Dracula. Siehst du, da sind sie doch, die Hefte. Sag, das stimmt, ist ja auch Marvel. Das ist auch, die sind, ja klar, nee, das ist doch DC. Wie auch immer. Dann kommen wir hier, Nummer 69. Ne? Auch wieder geil, so eine Uhr und so, ist cool. Erinnert mich immer ein bisschen an, wo war denn die Uhr? Bei Dings, ne? Last Unicorn. Was machte ihn zur Fledermaus?
Ja, hier noch eine kleine Kurzgeschichte dabei. Ach so, er wird dann auch zum Vampir. Ja, wie gesagt, einfach mal hier so durchblättern. Könnt ihr jetzt natürlich hier über die Geschichten referieren und so, ne? Guck mal, hier haben wir schon einen anderen Erzähler halt, ne? Er sieht ein bisschen aus wie so ein Wolfman. Zauberer wider Willen. Ach, da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Mit dem Jungen halt irgendwie. Er kriegt jetzt hier die Superkräfte. Erst ist er riesig, dann rettet er da das Flugzeug und dann wollen sie gleich alle irgendwie Hilfe von ihm da. Mit dem Zug da über der kaputten Brücke. Junger Zauberer rettet, ne? Oh, Werbung für die Spinne. Da hieß nämlich bei uns Spider-Man noch die Spinne. Schöne Grüße an Hörde, Ronny. Nur mal so nebenbei. Insider. Ah ja, cool. Aber ich weiß gar nicht, wie hier die Erzähler, wie die heißen halt, ne? Das ist ein bisschen blöd. Weil das hätte ich ja schon gerne irgendwie auch gewusst dann und so weiter. Das ist schade. Aber wie gesagt, man kann nicht alles wissen. Oh, Fantastischen Vier Werbung. Das war's dann. Und hier, Sea Monkeys, habe ich euch ja vorhin schon gesagt. Dann kommen wir hier noch zur Nummer 72. Das finde ich natürlich geil. Sumpf des Verderbens. Jetzt überlege ich gerade, ist das da, wo die Touris hinkommen? Hier ist auch wieder kein Spielzimmer. Ne? Wieder so kurze, lustige Gimmicks. Also Comics. Ja, ja, hier kommt die Family hin halt und macht natürlich alles dreckig. Und hier die Tiere des Waldes rufen jetzt den Waldgott da oder so. Ne? Hier den Superbaum versuchen halt, dass dann die Menschen gefressen werden. Beziehungsweise haben sie erstmal den Jungen jetzt in den Sumpf geschmissen, meine ich. Ja, ja, und das findet der Waldgott aber auch wieder nicht so gut. Und dementsprechend enden die Tiere dann eigentlich genauso wie der Junge. Hahaha, sehr geil, das ist ja, kommt natürlich erstmal noch wieder so ein kleiner Spruch, das Haus der endlosen Jahre, auch cool. Erinnert mich immer ein bisschen auch die Story, so, was habe ich jetzt letztens gehört, hier diese Gänsehaut-Hörspiele, habe ich mir so ein paar gepickt halt so, und die finde ich auch gar nicht schlecht gemacht, weil auch viele Synchrosprecher da drin sind halt und so, die auch ähnlich kommen wie so, ne, diese Anthologie-Dinger halt so, ne, so verschiedene Kurzgeschichten halt so. Auch geile Charakter eigentlich, ne? Total simpel, aber schön. Ja, in Werbung ist eigentlich dann auch immer das Gleiche. Denn nackte Angst, ey. Ah ja, die ist ja schon halb blank. Das ist ja hier alles, ey. Ja, aber wie gesagt, die kann man sich... Oh, das Geisterlabyrinth, korrekt. Ja, dann findet mal den Ausweg hier, ne? Hier könnt ihr anfangen. Komm, ich renn mal durch. Zack, ich bin da. Nein, weiß nicht. Und Sea Monkey ist wieder hinten. So, dann hier, 89. Fand ich auch geil. Hier, Aufkleber mit Pesetas drauf, Alter. Auch nicht schlecht. Bestimmt einer im Urlaub gekauft. Also als Kind habe ich sowas auch immer im Urlaub dann gekauft. Also wenn das irgendwo da im Aushang war. Und hier noch eine ganz kleine Kurzgeschichte. Also eine ganz kleine Kurzgeschichte. Ist ja meistens kurz, ne? Egal. Was? Fünf fatale Finger. Hier, DJ DSD oder so, ey. Könnte man auch mal mit Sound unterlegen. Irgendwann mache ich das auch mal so. Dann lese ich mir die mal vorher durch oder erzähle euch was dazu und so. Aber wie gesagt, ich wollte das dann nur mal durchblättern, damit man hier so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen kann. Ne? Ach, geil, die Story, ja. Das ist irgendwie hier dieser Dompteur und dann mit dieser Perle halt. Und die hat auch so eine Kette und wenn ihr die abgenommen wird, dann verwandelt sie sich halt in so ein Geparden da, Leoparden. Und ja, ich glaube, sie beißt ihn dann auch oder irgendwie so, rächt sich halt und dann wird er selber zum Leoparden halt. Und sie hat aber die Kette wieder und ist dementsprechend ja, wieder menschlich, er aber nicht und fristet sein Dasein jetzt auch als Leopard und kann jetzt, ach nee, guck mal da, doch, dann sie verwandelt ihn zurück oder wie verwandelt er sich denn zurück? Ich weiß nicht. Ach, bei Sonnen, genau nachts ist der nur verwandelt. Und dann wird er halt als Mensch wach, ne? Und dann ist er tja, splattert. Was auch immer. Ganz schön kompliziert, diese Geschichten. Die Rache des Ghouls. Ja, korrekt, Alter. Das ist auch geil. Eigentlich soll der Typ, ne, weil er sein Volk verraten hat an die Soldaten da, ist er irgendwie verflucht halt. Und was weiß ich so, deine Stunde wird kommen halt. Aber
es wird ganz anders, denn er lockt hinterher die Eroberer zu dem Geist und rettet damit sozusagen sein Volk. Und das war nämlich dann halt seine Stunde. Die Sea Monkeys. Bald werden sie kommen. So. Dann haben wir hier wieder. Stell mich keine Fragen. Ja, ja. Ich habe auch gar keine Fragen. Ich muss mich mal kurz hier bewegen. Sonst kriege ich hier gleich Krämpfe. Das ist nämlich alles nicht so einfach hier mit der Kamera und so, dass man so gucken kann. Ja. So, grab dein eigenes Grab. Was für Wortspiele hier so sind, ey. Unglaublich. Ja, ist auch ein bisschen doof jetzt, selbst wenn das auch Standbild macht. Ne? Ich hätte vielleicht die Bilder halt Bild für Bild machen sollen, aber dann dauert es noch länger. Ich wollte jetzt hier auch wieder kein 4-Stunden-Video machen, sondern einfach nur mal durchblättern. Bratatatat, Alter, auch geil. Ist ja fast wie Prostata. Die verhexte Gondel. Aber hier hast du schon gar nicht mehr den Cryptkeeper irgendwie, das, also diesen Erzähler, so ein Host halt irgendwie, ne, der da vorher einen macht halt. Ich glaube, die kenne ich noch gar nicht hier. Irgendwie. Und der verfluchte Geist. Alles immer verflucht. Nee. Da hast du nur noch dann direkt die Erzählung, wie sie reinkommen halt, aber nicht mehr. Was auch immer da für ein Ghoul, Geist, Zombie als Erzähler. Geil natürlich mit so Haien. Korrekt. Ja, ich hoffe, ihr habt noch die Story durchgelesen hier. Hexenbrut. Verdammte Hexen. So, dann haben wir hier, das Ding ist ja dann glaube ich schon von, was war es, 1984? Was haben wir denn hier? Bla bla bla, ja, 1984. Kein Spielzimmer natürlich wieder. Wahrscheinlich sind das hier mal von irgendwelchen Deutschen dann oder was weiß ich. Ach, auch, guck mal, hier ist der Erzähler wieder. Da ist er wieder am Start. Auch komisch. Das finde ich jetzt aber auch strange. Huch. Ja, ist er, da fangen wir schon an hier mit, Witchboard, Gläserrücken, was auch immer. Die Tischplatten bewegen sich, ey. Es geht los. Ja, ist schon geil. Also, ich fand das ja immer früher geil im Fernsehen. Habe ich irgendwo schon mal erzählt. Da lief im WDR, das waren so Berichte. Auch geil, das Viech. Da waren, ja, hier, Prost. Da waren so Berichte über damals die Flash Gordon-Serien und so weiter. Und wie gesagt, da war ich noch voll kleiner also und jung. Haben die dann Comicbilder gezeigt. Ja, Flash Gordon weiß ich noch. Ich glaube Tarzan und so. Dann haben die aber natürlich einen Zoom gehabt und waren dementsprechend aber schon ausgeschnitten, dass das alles eine Tiefe hatte halt. Ne? Dass das ja wie ein Comic war, der sich aber nicht bewegt hat. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das gibt es ja heutzutage immer noch halt in so Dokus dann und so weiter. Aber wie gesagt, das war Anfang der 80er. Das fand ich halt total geil. Und keine Ahnung, nie wiedergefunden, weil ich habe auch keinen von meinen Videonerds halt und so, der das noch irgendwie auf Kassette hat. Ähnlich wie Jack Arnold erzählt, die habe ich zwar alle bis auf ein Ding, wo er glaube ich über die unglaubliche Geschichte des Mr. C erzählt und da erzählt er auch über Rückkehr der Jedi-Ritter, über Star Wars und so. Passt das natürlich hier nicht zu den Horror-Comics, aber wollte ich euch nur nebenbei mal erzählt haben, weil das suche ich halt immer noch. Und das wollte ich mir mal rausschneiden und dann hochladen, aber dann wird es wahrscheinlich eh gesperrt, weil es ja vom WDR war oder irgendwas so, ne? Oder genau, WDR hat immer Jack Arnold erzählt halt. Dann vor oder nach dem Film, das weiß ich auch nicht mehr. Der Ebenholzgott. Ja. Aber vielleicht kann der eine oder andere mir mal irgendwas zu den Comics hier schreiben. Wie der Host heißt und so weiter oder Verlinkungen zu solchen Rezensionen dann davon, dass halt da bisschen mehr erzählt. Guck mal hier, der hat noch nicht mal einen Rückumschlag. Das war dann einfach so hier zu Ende. Ja, dann ab zum Schlusswort. Bevor es mich hier gruselt. Ja, geil. Also, ne? Ein paar gute Storys dabei. Also, bockt sich. Ich werde da mal öfters Ausschau jetzt halten, wenn sie mal für... Ich glaube, da habe ich jetzt teilweise echt wirklich einen Euro für bezahlt. Aber wenn es die mal für 50 Cent gibt oder so, kann man da noch mehr von mitnehmen. Ich hatte, glaube ich, auch schon ein, zwei Hefte mal durch Zufall irgendwo mal mitgenommen. Ich glaube, genau, als da immer Horror, hier steht ja Horror-Comic. Und in irgendeinem Review hatte ich mal, was war denn das, nicht Comedy, Horror, irgendwas stand da halt, wo ich auf jeden Fall dachte, das wäre Horror und da stand was ganz anderes halt. Egal, ich hab's irgendwo, muss da mal durchgucken, hier wieder die hunderte von Videos.
Dann würde ich sagen, der Bierkeeper, Quipkeeper verabscheut sich. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Viel Spaß noch beim Sammeln und bringt mir was mit. Ne? Prost, Tage. Reinmachen. Tschüss.